Ja, hallo Tag auch. Willkommen zu Alien Barbecue. Heute machen wir einen Holzfällerhackbraten und da brauchen wir nicht viel für. Wir brauchen hier so ein Brötchen, Paprika in Rot, zwei Eier, Röstzwiebeln, ein bisschen Ahornsirup, Kirschtomaten und das in Kirschpaprika gefüllt mit Frischkäse. Wir brauchen ein bisschen Bacon, den muss ich gleich noch klein schneiden, ein paar Zwiebeln und eine Gewürzmischung, sage ich gleich noch, was das ist. Ja, wir brauchen Moonshine. Leute, wir brauchen unbedingt Moonshine für das Rezept oder ein Bourbon. Je nachdem, worauf ihr Lust habt. Und das sind 800 Gramm gemischtes Hack und 500 Gramm Schweinemett. Okay, ich schnapp mir jetzt den Bacon, den schneide ich etwas klein und den röste ich mal richtig scharf an. Ja, wie durch Zauberei, die Baconwürfel sind schön knusprig angebraten. Die Paprika habe ich auch schon mal in, ja, so klein wie ich es halt kann, kleine Würfel angeschnitten. Das Brötchen habe ich eingeweicht, in Wasser ausgedrückt und ja, jetzt fügen wir alles zusammen. Das Brötchen kommt da rein und von den Baconwürfeln hier etwas mehr als die Hälfte. Die Gewürzmischung da drüben, das ist eigentlich nichts anderes als ja, ein und ein halber Esslöffel Salz und Pfeffer in gleichen Mengen und zwei Esslöffel Paprika. Mehr muss es eigentlich gar nicht sein, weil das Mett ist gewürzt, der Bacon, der gibt seinen Geschmack ab, ja, Paprika und hier die Röstzwiebeln. Mehr muss es, wie gesagt, nicht sein. Wenn ihr mögt, würzt es mit dem Gewürz, worauf ihr Lust habt, aber muss unbedingt nicht sein. Okay, soweit ist alles drin und hier kommt die Magie. Der Moonshine. Von dem Moonshine geben wir so ja, ein gutes Schnapsglas voll. Also drei Esslöffel Moonshine geben wir da rein und verkneten das dann gleich alles. Wenn ihr mögt, ihr könnt auch einen Bourbon nehmen oder ihr lasst es einfach ganz weg. Ist eine Geschmackssache. Und dann kneten wir das Ganze mit den Händen oder so wie ich bin ja ein Profi, mit einer Hand kneten wir das Ganze zu einer ordentlich festen Masse durch. Die Hände sind genau dafür gemacht, um genau dieses zu tun. Denkt dran. Ja, das ganze Ding ist durchgeknetet, schaut es euch an, alles gut verteilt, das dauert ein paar Minuten, bis ihr soweit seid, aber die Zeit solltet ihr euch nehmen. Ja, jetzt wird Zeit für ein Stückchen Backpapier. Das hilft uns gleich, den Hackbraten zusammenzurollen. Also wir nehmen so ein Stückchen Hackpapier, schmeißen da den ganzen Hackbraten drauf und verteilen den erstmal, bis wir so eine ja, ca. 2 cm dicke Platte haben, vielleicht ein bisschen dicker, die wir gleich dann ordentlich belegen können. Ja, belegen tun wir sie natürlich mit der Kirschpaprika, diese Frischkäse gefüllte Kirschpaprika. Davon sollten wir mindestens 11 Stück nehmen. Also bei dieser Menge Hackfleisch und Mett 11 Stück Minimum. Ich habe hinterher gemerkt, 11 Stück ja, waren ein bisschen wenig. Also 15, 16 sollte man ruhig nehmen. Die legen wir jetzt hier so Stück an Stück nebeneinander und dann rollen wir das Ganze ordentlich ein. Beim Einrollen hilft euch das Stück Backpapier ungemein. Also immer ein Stückchen einrollen, Backpapier ein Stück zurückziehen und nichts klebt am Tisch oder wie bei mir hier an der Arbeitsplatte. Immer umrollen und wenn wir das geschafft haben, dann ja, sind wir schon fast am Ende.
Ja, und jetzt, wo das ganze Ding eingerollt ist, dann kneten wir das nochmal ordentlich zusammen. Also wir wollen keinen Schlitz haben da, so wie man das noch oben rechts sieht, weil sonst kriegen wir einen Blowout und da quillt uns alles raus, was wir nicht haben wollen. Das ganze Gefülle, die ganze Füllung der Frischkäse soll im Braten bleiben und nicht rauskommen. Und darum mit beiden Händen nochmal ordentlich in Form bringen das Ganze und dann, ja, dann brauchen wir gleich noch eine Auflaufform oder Backform oder was ihr auch immer zur Hand habt. Ja, weil meine Frau gerne mal beim Schweden einkauft, wen überrascht es, Schwedenform, ja, aber da passt das Ding genau rein, den lege ich da jetzt rein und nee, nicht so rum, den möchte ich noch gerne einmal drehen, also mit der eben noch offenen Seite lege ich ihn nach oben, müsste man jetzt nicht tun, aber ja, ich bin so ein Perfektionist, ah, ihr wisst das. Ja, Jelly hat manchmal eine recht lange Leitung. Okay, das Ding ist in Form gebracht. Jetzt kommen die Kirschtomaten zum Einsatz. Die habe ich, um ehrlich zu sein, vorher einmal kurz angeritzt mit einem scharfen Messer, damit die mir hinterher beim Essen nicht auseinanderplatzen und mir meine T-Shirts versauen. Okay, solltet ihr auch tun. Also die Kirschtomaten einmal anritzen und die Zwiebeln habt ihr vielleicht vorhin schon gesehen. Die habe ich geachtelt und ich verteile das einfach grob drumherum. Und das war's und dann geht's gleich am Grill weiter. Ja, der Grill, der läuft so bei 180, 190 Grad circa. Ja, da stellen wir das ganze Gewerk einmal drauf und lassen das für locker 45 Minuten erstmal in Ruhe. Ja, jetzt sind so 45, 50 Minuten rum. Ich drehe den Braten in seiner Form einmal auf dem Grill und dann werden wir ihn das erste Mal mit Ahornsirup duschen. Hier der Hinweis, haltet euch an das Rezept, was auf meiner Webseite ist, alien-barbecue.de und nicht das, was wir hier machen. Hier ist so unglücklicherweise ein bisschen mehr Ahornsirup verwendet worden, als wir eigentlich brauchen. Ja. Das ist Kid Cajun und sie gibt richtig Gas. Okay, schön drauf verteilen und dann machen wir gleich den Deckel zu und dann geht's weiter. Okay, Deckel zu. Kid Cajun, komm her. High Five. Ja, gut gemacht, auch wenn es ein bisschen viel war. Ja, Zeit für den letzten Schritt. Das sind jetzt so circa 50 Minuten, nachdem wir ihn aufgelegt haben. Dann wird er noch einmal mit Ahornsirup abgeduscht und ordentlich verteilt. Und die restlichen Baconwürfel, die wir vorhin noch übrig hatten, die verteilen wir jetzt oben auf dem Braten. Das gibt nochmal einen richtig schönen, süßen, knusprigen, ja, keine Ahnung, Crust, Biss, nennt's wie ihr wollt. Es ist auf jeden Fall super lecker.
Es ist geschafft. Das Baby ist fertig. Ja, schaut's euch an. Also die Farbe sagt alles. Und ganz ehrlich, ich benutze hier keine Filter. Ja, ich nehme das jetzt mal runter und dann machen wir mal einen Anschnitt. Okay, angeschnitten haben wir das Ganze und jetzt ist der Moment gekommen, wo ich mir denke, hätte ich mal die doppelte Menge an Kirschpaprikas verwendet, aber es sieht gut aus, es hat unheimlich gut geschmeckt, die Würzung war perfekt, das Gemüse drumherum, das kann man prima mit dem Braten zusammen essen, da geht also nichts weg, aber wie gesagt, mit dem Ahornsirup, haltet euch an das Rezept, was ich auf meiner Webseite habe, aber es ist absolut empfehlenswert. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wenn euch das gefallen hat, gebt mir ein Abo, sagt eurem Nachbarn Bescheid, dass ich Videos drehe und dass die gut sind. Bis zum nächsten Mal, euer Jerry.